Wenn ihr das im Rückspiegel seht, aufpassen. Herzlich willkommen beim neuen Audi RS3 8Y. Ja, vorab vielen Dank ans Autohaus Weber aus Leonberg für die tolle, schnelle Bereitstellung des schönen kleinen Sportwägele. Wirklich mega. Gibt auch noch Standpunkte in Herrenberg, in Calw und in Weilerstadt. Ja, vielen Dank an das ganze Team. Andreas, an dich auch nochmal vielen Dank für das Auto, dass du mir das bereitstellst und hergibst. Ja, was soll ich sagen? Das Ding sieht Bombe aus. Mit diesem LED-Tagfahrlicht, diese Verbreiterung, finde ich, sieht ja zum Vorgänger, den wir auch getestet haben, nochmal viel aggressiver aus. Und es hat sich wirklich viel bewegt in dem Fahrzeug. Also, und das auch positiv. Ja, von dem her, wo geht's denn los bei der Kiste? Beim Sportback geht's los bei 61.500 Euro. Und 2.000 Euro muss man mehr berabbeln, wenn man gerne die Limousine hätte. Und zwar 63.500 Euro. Das Ganze ausgestattet, nicht wählbar. 7-Gang S-Tronic mit dabei. Ja? Also als manuell bekommt ihr ihn nicht. Und wir haben hier das Mythos Schwarzmetallic. Das kostet 700 Euro zusätzlich. Ja, ich würde sagen, wir machen nicht lange rum. Ich habe richtig Bock auf die Kiste. Ab nach hinten zum Heckcheck, zum Kofferraumcheck. Bis gleich. Jo, kommen wir zum Heckcheck. Wollt ihr einen krasseren Flügel haben, müsst ihr 1.650 Euro extra berabbeln. Dann ist er allerdings in Carbon. Dann sitzt ihr so oben ein bisschen drauf. Ist noch ein bisschen sportlicher. Bestimmt sehr edel. Schaut es euch mal an. Habt ihr die Limo-Variante gewählt, kostet der 950 Euro. Dann haben wir so eine große Lippe hinten drauf. Rücklichter sind komplett in LED-Technik und wir haben auch diesen dynamischen Blinker. Ich zeig's mal. Zack. Dann sieht es so aus. Ja, und jetzt, was ihr hier seht, ist das Zusatzpaket LED-Matrix. Sehen wir an der Front noch. An der Heck, dann ist das Lichtspiel mit dabei. Schaut euch das extra Nachtvideo an. Da haben wir das nochmal bei Nacht gefilmt, dass man das richtig schön sieht. Ja, gehen wir mal runter. Wollt ihr RS3 oder die Embleme in schwarz glänzend haben, müsst ihr dafür 300 Euro bezahlen, Front und Heck. Was wir Serie haben, ist das schwarz glänzend Optikpaket, die Wabenstruktur, die Seitenblades hier unten, die Frontlippe, die Lufteinlässe vorne, das ist alles schwarz glänzend, sowie die Scheibenrahmen, das ist Serie. Wollt ihr das alles in Chrom haben, auch den Diffusor, müsst ihr 845 Euro dafür bezahlen. Wollt ihr den Diffuser hinten und die Frontlippe in schwarz glänzend haben, müsst ihr einen Huni hinlegen. Okay? Wenn wir schon schwarz hier unten sind, glänzend, das ist die Sportabgasanlage. Da müsst ihr 1.000 Euro investieren. Die müsst ihr investieren, dass ihr ein bisschen Sound bekommt. Die Originale ist in Chrom gehalten. Dann seht ihr, da hat er nicht so viel Sound, trotz OPF. Ja? Kommen wir zur Rückfahrkamera. Die kostet in dem Fall 410 Euro und wollt ihr die 360-Grad-Variante haben, so rum, dann kostet sie 800 Euro. Ja, dann habt ihr den Surround-Blick, sage ich mal. Ansonsten haben wir auch LED-Kennzeichenbeleuchtung, das ist alles serienmäßig mit an Bord. Was wir jetzt hier noch mit dabei haben, ich mache mal auf, so, für 360 Euro gibt es diese elektrische Heckklappe. Wollt ihr auch noch, dass die Türen mit Sensoren bestickt sind, das heißt aufmachen, also reingreifen, öffnen, schließen, drüber streichen, dann kostet das ganze Paket 860 Euro, dann ist aber die elektrische Heckklappe mit dabei. Machen wir uns den obligatorischen Einklemmschutz, oder? Würde ich sagen, probieren wir mal aus. Wenig Druckpunkt, heißt sofort nach oben, super, passt, sitzt noch alles, ne? Gut. Ja, wenn ihr gleich mal da bist, hier oben, wenn wir die Heckklappe offen haben, was ich natürlich wunderbar finde, ist, dass hier das Wanddreieck sitzt. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, muss ich nicht extra hier Kofferraum alles wegruscheln, um das rauszuholen. Ich habe es gleich griffbereit. Gute Sache. Kofferraum. Tankvolumen 55 Liter. Ladekante haben wir 67 cm. Dachlast haben wir 75 Kilo. Ja, wir haben jetzt hier 282 Liter Ladevolumen. Wenn wir umklappen, haben wir 1104 Liter Ladevolumen. Und wenn wir die Limo haben, dann haben wir 321 Liter Ladevolumen. Was da nach unten hinten rein ist, haben wir keine Werte. Schade, aber das sind die, was es momentan oder was angegeben sind. Ja, ich finde, vom Kofferraum her ist es okay. Natürlich schluckt natürlich die Allradtechnik etc. natürlich auch ein bisschen Kofferraum. Das ist klar. Aber dafür haben wir Performance. Wir haben super zwei Stück an der Zahl LED-Beleuchtung im Kofferraum. Sehen wir hier. Wir haben vier Verzurösen serienmäßig. Wir haben eine 12-Volt-Steckdose links
serienmäßig. Wir haben auch hier so zwei Häkel, um eine Däschle einzuhängen. Das ist mit dabei. Und dann können wir hier hochlassen, ganz einfach. Dann haben wir hier diese Gummipfropfen. Durchdrücken, dann hebt es. Dann haben wir hier jetzt auch performancetechnisch, damit wir Gewicht auf der Hinterachse haben, die Batterie hinten sitzen. So wie Sportwerkzeug, dann haben wir noch ein bisschen Möglichkeit, Kruscht rein zu tun. Auch hier rechts und links ein bisschen Kruscht rein zu tun. Dann war es das schon. Aber das ist so auch mit dem doppelten Boden hier serienmäßig mit dabei. Jetzt würde ich sagen, klappe ich mal noch schön um. Das ist wirklich easy going. 40, 20, 40, das ist Serie. Ich kann auch nur in der Mitte umklappen. Dann kommt hier der rote Stift raus. Der ist wichtig, nachher wieder einrasten. Dann kann ich es entweder so umklappen, wenn ich in Skiurlaub gehe, weil wir haben ja Allrad, wir können ja im Schnee fahren, das ist cool. Oder dann zack, also wirklich, da braucht man nicht viel Action machen. Bam, perfekt. Dann haben wir die 1104 Liter Ladevolumen. Ich finde, da geht dann schon ordentlich was rein hier. Jetzt würde ich sagen, wir gehen ab zum Seitencheck, zum Rücksitzbankcheck. Bis gleich. Privacy nennt sich das, ab der B-Säule, abgedunkelt nach hinten, kostet 350 Euro die Geschichte, gehört aber zu einem schwarzen oder allgemein eigentlich, finde ich, zu einem Auto mit dazu, weil es einfach ein bisschen sportlicher ist und man nicht überall hinten reinschauen kann oder darf oder will. Tür reinfassen, außen drüber streichen, an allen vier Türen, und das finde ich auch cool, das hat nicht jeder, habe ich schon erklärt, das sind diese 860 Euro, dann inklusive der elektrischen Heckklappe. Möchtet ihr einstell-, beheizbar, einklappbare elektrische Außenspiegel, müsst ihr dafür 330 Euro berappeln. Dann habt ihr die mit on board. Hier gibt es dann noch die Möglichkeit, eine schwarze Dachreling, die kostet dann 230 Euro, oder in Silber kostet dann 300 Euro, mit dazu bauen. Dann könnt ihr auch eine Dachbox oben draufhauen mit 75 Kilo Dachlast. Und dann haben wir das. Ach, wenn wir schon hier oben sind, Panoramadach, 1100 Euro. Ich finde es eher ein etwas größeres, ich nenne es mal Glasdach, weil innen drin ist es wesentlich kleiner, als es hier von außen aussieht. Werden wir gleich sehen. Typisch Audi, aufmachen, Platz. Man kann gut dran ziehen, wenn mal was sein sollte. So, ich steige mal ein. Nehmen wir mal kurz mein Mikrofon raus. Und rutsch mal rüber. Gesund, nenne ich es mal. So, Mittelarmlehne serienmäßig mit dabei mit zwei Getränkehalter und auch schön stabil. Vordere ist auch serienmäßig mit dabei. Wir haben hier für mindestens 1000 Euro das Napa-Leder mit an Bord. Und ansonsten die Wabenstruktur ist nicht serienmäßig, fühlt sich auch gut an, ist echt edel. Kinder Isofix kostet 150 Euro extra, haben wir aber mit an Bord. Okay, sitzen, gut. Kopffreiheit, wir haben jetzt so eine Wölbung hier drin, weil hier kommt dann die Technik von dem riesen Panoramadach. Ja. Habe ich Platz nach oben, ja, knappe 10 cm, das reicht, schwarzer Himmel ist Serie. Meine Füße nach unten habe ich gut Platz, also da kann ich auch nicht meckern. Und vom Winkel her, wir hocken recht hoch, das finde ich auch sehr angenehm. Schenkelauflage ist okay, könnte noch ein Ticken weitergehen, aber wir haben ja schon eine Auswulstung. Aber damit könnte ich jetzt auch, also ganz ehrlich, schon ein Stück fahren hier, ne? Mit dem schönen Sound vom Fünfzylinder. Ab Österreich. Ne, gut. Wir haben Integralsitze, das heißt integrierte Kopfstützen. Serienmäßig haben wir natürlich Fensterheber. Sitzheizung hinten gibt es keine, auch nicht für extra Geld. Was wir hier mit an Bord haben, für 300 Euro extra, 3 Zonen Klimaautomatik. Hier können wir nochmal extra die Temperatur hinten regeln. Hier ist normalerweise ein 12-Volt-Anschluss Serie. Da könnten wir dann einen Adapter reintun für USB. Wir haben hier zweimal Typ C für 50 Euro extra mit an Bord. Hier die Taschen, die sind serienmäßig mit an Bord. Die brauchen wir nicht extra ordern. Und ansonsten Licht haben wir auch. Das ist serienmäßig mit dabei. Panoramadach haben wir schon gesagt. Ja, das war's. Kopfstützen sind auch mit dabei. Ab vor zum Armaturenbrettcheck, da gibt es ein bisschen mehr zum Quatschen. Bis gleich. Was siehst du jetzt bei dir nicht auf dem Boden? Willkommen zum Armaturenbrettcheck. Aber es wird auf dem Boden RS projiziert. Sieht es bloß im Gitter ein bisschen. Und hier das RS3 beleuchtet, das ist Serie. Ja, wenn du mal zur Tür gehst, Bank und Olufsen Anlage, 790 Euro. Wer Musikfreak ist, kommt da nicht drum rum. Die ist wirklich Bombe. Ja, ein bisschen viel Kunststoff haben wir noch so um die Tür herum.
aber mit Lederapplikation da dabei. Sieht es schon ganz edel aus und im Chrom. Das passt dann schon. Ja, und die ambiente Beleuchtung, jetzt sieht diese eine Linie, die ist serienmäßig. Haben wir ein extra ambiente Video gemacht, guckt es euch an, kann man ein paar Dinge verstellen. Sitze, beide Sitze elektrisch, 700 Euro, nur der Fahrersitz, 385 Euro. Ansonsten ist alles manuell verstellbar. RS eingesteppt finde ich sehr edel. Es gibt noch so Designvarianten, die kosten 700 Euro, zum Beispiel grün oder rot. Dann sind hier die Lufteinlässe in grün oder rot. Dann sind die Nähte gesteppt in der jeweiligen grün oder roten Farbe. Und nochmal für ein paar Euro extra, dann sind noch die Seiten in grün oder rot, zum Beispiel mit beschichtet, wollte ich schon sagen, halt in der gleichen Farbe wie jetzt hier die Lüftungsbeweger, ja, die Regler. Finde ich schon sehr nett. Die Verlängerung der Beinauflage, die ist serienmäßig, die müssen wir nicht extra bestellen. Handschuhfach finde ich gut, abschließbar und ja, von der Größe jetzt her okay. Es ist beleuchtet. Hier kann man dann noch Airbag on off schalten, wenn man das möchte, wenn ein Kind auf dem Beifahrersitz ist. Aber es ist nicht klimatisiert. 800 Euro. Carbon matt. Ich liebe Carbon. Ja, 800 Euro und dann ist dann auch noch hier. In Original ist es so, ich sag mal, grau, ja, ist dann hier noch das in schwarz gehaltene Klavierlack mit dabei. Aber wie gesagt, 800 Euro, das zieht sich dann durch, bis hier rüber, bis hier hoch, ja. Und dann ist das alles in schwarz Klavierlack noch mit dabei. Gut. Mittelkonsole, serienmäßig, auch ausziehbar, verstellbar, ist Serie. Kleines Fächel noch mit Gummi innen drin, dass nicht so viel rumrutscht. Wir haben auch Raucherausführung noch mit dabei, okay, brauche ich jetzt nicht. Elektronische Handbremse Serie. Wenn ich das hier nicht brauche, das finde ich auch eine nette Lösung, dann klicke ich es hier ein, dann haben wir ein großes Fach und wenn ich Getränke habe, dann können wir hier das hier ausklappen oder hier wieder den nicht zu gebrauchenden Aschenbecher, ja, mit reintun, zumindest für mich. Neue Technik dazugekommen, auch damals schon jetzt im Grundmodell A3, das sogenannte Shift-by-Wire-System. Das heißt, wir haben eine rein elektronische Schaltkulisse, sage ich mal. Ja. P-Knopf, Start, Stopp. Und dann, wie gesagt, vor und zurück und das alles. Und es fühlt sich auch wertig richtig gut an, muss man sagen. Also, es fühlt sich richtig gut an. Ja, wenn wir schon hier unten sind, die Phonebox hier unten, wenn du mal hier hinleuchtest, als haben wir kein Handy da, kostet 400 Euro. Da passt ein richtig großes, also jetzt habe ich ein S21 zum Beispiel, Samsung, das passt hier locker rein. Dann habe ich hier noch so eine Kante, dass es nicht wegrutscht und noch weiter geladen ist, finde ich gut. Zweimal USB Typ C in dem großen hier MMI Touch mit dabei. 1097 Euro extra. Es gibt ein Original MMI mit Navi, das ist mit dabei. Hier ist das MMI Touch noch mit dabei, wie gesagt. Und dann ist noch auch noch das USB mit dabei. Das kostet extra. Sitzheizung kostet auch extra. Und zwar 340 Euro. Das finde ich schade. Viele andere haben das schon mittlerweile serienmäßig mit dabei. Was für Serie haben? 2-Zonen Klimaautomatik. Hier in dem Fahrzeug, ja, wie gesagt, schon habe ich hinten gesagt, für 300 Euro 3-Zonen Klimaautomatik. Ringsensor haben wir Serie. Auch hier die ganzen Touchlichter. Finde ich nett. Brauchen wir nicht extra bestellen. SOS-Knopf, klar, serienmäßig mit an Bord. Dann können wir hier noch, wie gesagt, das für 1100 Euro große Panoramadach aufmachen. Aber immerhin Hammer 1. Ja. Oh. Und schon kommt ein bisschen Licht rein. Ne? Das Lenkrad, so wie es hier ist, Multifunktion mit Schaltwippen, serienmäßig. Es gibt auch noch die, also wahlweise serienmäßig. Serienmäßig ist das Abgeflachte, was ich eigentlich schöner finde. Und hier kann man wählen, kostenfrei, ob man ein rundes möchte. Und hier ist es runde mit dabei. Ja. Und in der Höhe und der Länge verstellbar ist serienmäßig mit an Bord. Was wir noch haben, dürfen wir nicht vergessen, hier unten steht noch Drive Select, Fahrmodi-Schalter ist Serie, dann kann man Start, Stop, Off, dann haben wir hier noch Parksensoren ausschalten und wir haben extra ein Assistenzsystempaket mit dabei. Schaut euch das extra Video an, habe ich alles getestet. Wir haben hier den Parkassistent mit dabei, der funktioniert auch richtig gut. Ja, vom Design her muss ich sagen, lehnt sich das so, ich nenne es jetzt mal so, die Lüftungsschlitze an den Lamborghini Urus an, muss ich sagen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, schaut euch mal den Lamborghini Urus von innen an, dann werdet ihr das sehen. Das sieht recht gleich aus. Das Virtual Display ist serienmäßig mit an Bord. Das müssen wir nicht extra bestellen. Beim MMI Touch Plus ist es auch nochmal mit dabei, in einer etwas anderer Form. Das, was extra kostet. Head-Up Display, 800 Euro extra zu berappeln. Finde ich, vom Preis her ist es okay. Ja, ich finde es cool, weil dann muss ich nicht hier runterschauen. Genau, vier elektrische Fensterheber haben wir, Serie, habe ich schon gesagt. Hier ist noch der Schalter für die elektrische Heckklappe.
Ja, und dann kann ich auch von hier aus aufmachen. Jetzt gucke ich mal, kriege ich es von hier auch wieder zu. Achtung. Ah ja, funktioniert auch. Genau, ansonsten, ich muss sagen, ich sitze hier wirklich sehr bequem, habe hier eine richtig tolle Position, habe eine gute Schulterauflage hier auch für die Kurven. Und die Sitze so, die Sportsitze, die sind so auch Serie, die muss ich nicht extra bestellen. Also das fühlt sich schon mit den Alu-Paletterien serienmäßig, fühlt sich das schon mit dem Lenkrad sehr griffig an. Das gefällt mir. Übersicht, kommen wir jetzt noch nachher zum Fahrtcheck dazu. Ich würde sagen, Björn, ab zum Achscheck gibt es noch einiges zu erzählen, zum Frontcheck gibt es noch einiges und zum Motor gibt es noch einiges. Bis gleich. Achscheck. Fangen wir gleich mal mit der vorderen Achse an. Damals schon bei meinem ersten RS-Modell dachte ich, haben die Größe falsch rum drauf gesetzt? Nein, wir haben vorne 265 und hinten 245. Serie hat er 235. Natürlich vorne, in dem Fall breiter, Motor vorne, um einfach auch mehr Performance auf der Vorderachse zu haben, um dem Untersteuern etwas gegenzuwirken. Und es funktioniert. Wenn wir schon bei den roten Bremszetteln mit RS-Schriftzug sind, müsst ihr dafür 300 Euro extra bezahlen. Ansonsten ist Serie Schwarz-Glanz. Jo, wollt ihr dann noch eine Keramikbremsanlage haben? Die gibt es für den. Ob es Sinn macht, muss ich hier selber stellen, 4.650 Euro. Dann ist die Farbe Anthrazit-Grau. Wollt ihr die Bremszettel wie hier in Rot oder noch in Blau, dann müsst ihr 4.950 Euro dafür berappeln. Dann habt ihr Keramikbremsanlage. Hier, das ist serienmäßig eine 6-Kolben-Bremsanlage und die Scheiben sind schwimmend gelagert. Das sieht man daran, dass hier so Stifte drin sind. Ja, daran sieht man, die Scheibe sitzt noch hier auf der Radnabe drauf. Die Bremse, wenn wir noch zum Fahrcheck kommen, ich bin jetzt schon einige Mal gefahren, haben auch noch ein Beschleunigungsvideo gemacht, bis 290 durch. habe ich ein besseres Gefühl wie bei meinem M4 Competition. Was für ein Grund es ist, beim M2 Competition das Problem, die fangen an zu ruckeln, sie bremst zwar, aber man hat so ein Unwohlgefühl beim Bremsen und hier von 290 runter, das Ding zuckt keinen Millimeter. Und das gefällt mir schon sehr gut, sogar besser als beim Vorgänger, weil da hat sie auch ein bisschen geruckelt, finde ich, macht sie hier auch schon besser. Was natürlich ein wichtiger Grund ist, erstmal nochmal danke Weber, Autos Weber, Leonberg, Weilerstadt, Kalf und was haben wir noch? Leonberg? Ehrenberg, Weilerstadt und Kalf. Ja, 4 Stück. Ja, jetzt haben wir es. Vielen Dank nochmal dafür. Wir haben serienmäßig Quattro. Ist natürlich eine mega Geschichte, was es hier beim neuen RS3 8Y dazu kam. Der sogenannte Torx-Splitter. Das heißt, wir haben hinten ein Differential und jeweils rechts und links außen an der Antriebswelle jeweils hinten, was wir ja vorne auch haben, aber in dem Fall hinten, haben wir nochmal eine extra Lamellenkupplung. Das heißt, da wird nochmal extra auf die einzelnen Räder die Kraft übertragen, variabel. Und dadurch haben wir jetzt auch diesen sogenannten Drift-Mode. Und das finde ich cool, ist ja mit dem Allrad immer so ein bisschen schwierig. Gut, wenn man viel Leistung hat, geht es auch so mit allen Vieren. Aber in dem Fall hier, das ist cool. Genau, und da gibt es das sogenannte Dynamikpaket. Das kostet 6.500 Euro. Da ist dann V-Max-Aufhebung auf 290. Das Fahrwerk ist noch 10 mm tiefer. Keramikbremsanlage mit dabei. Und ja, und dann haben wir die sogenannte Extra-Dynamik im Fahrzeug. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal vor an die Vorderseite. 700 Euro, das LED-Matrix. Das erkennt ihr daran, dass wir hier diese unterschiedlichen Steps haben in dem Tagfahrlicht. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Und das hier, das leuchtet aus, rechts, links, hoch, runter. Fernlichtassistent ist Serie. Er blendet aber noch rechts, links aus. Also der Vordermann braucht eigentlich das Licht gar nicht anhaben. Ja? Also das kennt man ja schon. Es hat auch noch serienmäßig, haben wir auch LED, Abblendlicht und Fernlicht. Da gibt es auch noch Abbiegelicht, Allwetterlicht, Autobahnlicht und solche Geschichten. Das ist Serie. Aber wie gesagt, hier, dann haben wir noch dieses LED-Lichtspiel mit dabei und das Rundrumleuchten. Das, wie gesagt, 700 Euro. Würde ich auch investieren, weil das ist ein echt gutes Licht. Kommen wir nochmal zu diesen Farbdesignpaketen. Wie gesagt, für 100 Euro Heckdiffuser und die Front in Chrom-Schwarz. Möchte ich das Ganze für 845 Euro in Alu-Optik haben, dann ist das hier Alu. Die Seiten, wie gesagt, Blades nochmal Alu. Dann sieht es halt ein bisschen abgesetzt schöner aus. Das Optikpaket Serie Schwarzglanz, dann ist hier alles Schwarzglanz, Schwarzglanz. Und die Waben
Grill, Schwarzglanz, der Single Frame, wie man ja sagt, genau. Und dann gibt es ja noch dieses Optikpaket Plus, dass die Ringe in Schwarz sind und das Emblem in Schwarz für 300 Euro. Hatten wir hinten schon erklärt, wollte ich jetzt nur noch vorne nochmal erklären. Ach ja, bevor ich es vergesse, bei den 700 Euro ist dann noch die Scheinwerferreinigungsanlage mit dabei, bei dem LED-Matrixlicht. Genau, Sensor nach vorne, wie gesagt, Serie. Und wie man schon sieht, hier viele Lufterlässe hier für die Bremskühlung, hier für die Effizienz, damit der Luftstrom sauberer vorbeigeführt wird und hier auch noch mal ein bisschen Wärme aus der Bremsanlage rausnimmt. Und ansonsten finde ich, wie sieht er optisch aus, was sagst du? Sieht gut aus, ne? Die Ringe noch schwarz, dann passt's. In dem Fall würde ich sagen, gehen wir ab zu dem schönen Motörchen. Ein Traum von Motor. Meiner Meinung ever. Dieser 5-Zylinder, dieser Klang, es ist einfach göttlich. Was ich cool finde, erstmal Haubenlifter, juhu! Und wir haben einen Ölmessstab. Ha! Glaubt man's? Hier, ganz groß. Sehr gut. Nicht zu übersehen. Kommst gut ran, gefällt mir. Und wer 500 Euro extra ausgeben möchte, bekommt das hier in Carbon. Wer es braucht, ja. Mit Sicherheit edel, wird nicht so oft gesehen, aber 500 Euro. Aber 1, 2, 3, 4, 5. Herrlich. Ja, was gibt es zum Motor zu sagen? 2,480 Liter Hubraum, 5 Zylinder, 400 PS. Hätten sie ruhig mal 10 oder 20 oben drauf hauen können zum neuen, aber egal. Und 500 Newtonmeter Drehmoment. Serien VMAX 250. Möchte ich nicht im Dynamikpaket 6.500 Euro ausgeben, sondern nur 1.500. Dann läuft er 280 und dann abgeriegelt im Dynamikpaket 290. Und ansonsten aufgeräumter Motor, unspektakulär bis auf den Motor. Gut zu erreichen ist das Spritzwasser. Hier kann ich noch, wenn ich überbrücken möchte, mehr die Masse holen. Und ansonsten gibt es nicht mehr zum Sagen, würde ich sagen, oder? Gehen wir ab zum Fahrcheck. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, dass ihr den Sound auch ein bisschen hört. Wir sind jetzt hier im Automatikmodus. Drive Select Schalter ist ja Serie. Drücke hier drauf, habe ich Dynamik, Auto, Komfort, Effizienz. Und dann habe ich aber noch hier auch den RS-Knopf, Individual und Performance. Und dann geht dann Traktionskontrolle aus. Das sind nochmal zwei extra, sage ich mal, Fahrmodus-Möglichkeiten, ja, um zu fahren. Und wenn ich jetzt mal hier auf den RS-Schalter gehe, zack, dann stellt er sich gleich um und so, und dann wird gleich, geht's gleich einen Gang runter und dann will er und gib ihm, ne? Ah, dieser. Oh. Der ist bei mir schon vorprogrammiert eigentlich. Immer schön warm und kalt fahren, Turbomotoren ganz wichtig. Aber man merkt schon die Performance, die Unterschiede. Jetzt gehe ich wieder auf Auto, beziehungsweise ich gehe auf Komfort. Dann ist er völlig entspannt, dann kannst du mit der Kiste auch schön in Urlaub fahren. Er wird leiser. Den Spagat, den haben sie schon gut gemacht. Ja. Also gutes Einlenkverhalten hat er. Wir haben eine progressive Lenkung mit dabei. Also wie gesagt, das Lenkrad fühlt sich wirklich gut an. Ist keiner hinter mir, der bremst. Bremst nochmal. Also ich muss sagen, die Bremse ist echt gut. Die ist echt gut. Also die macht Spaß, die ist besser als die vom Vorgänger. Also der macht Bock. Und von der Übersicht her, Spiegel optimale Position, finde ich. Hinten raus ist es okay. Ja, alle mittlerweile breite C-Säule. Vorne sehe ich gar nichts oder nicht wirklich viel. Aber mit der Mittelarmlehne, mit den Sitzen, mit denen kann man auch mit Sicherheit lange fahren, fühlt sich das Auto richtig gut. Und ich habe alles zu mir hergeneigt, optimal positionieren. Ich habe auch noch die Schalter, wo ich brauche und habe nicht nur noch alles hier über Display und Touch. Ich finde die Kombination viel, viel besser, wenn ich viel übers Menü habe und aber noch meine Schnellwahltasten über meine Knöpfe hier. Und das finde ich gut. Ach, wieder einlenkt. So, brutal. Das macht echt Spaß. Also ich muss sagen, das fühlt sich auch gut an hier, also mit dem weichen Kunststoff hier. Das haben sie schon schön gemacht mit dem Carbon jetzt extra. Also ich finde,
Sehr edel, schön wertig gemacht, wirklich eine gute Geschichte. Jetzt gehen wir wieder auf RS, Individual, so, Performance, Traktionskontrolle off. Dann will er schon bissig werden. Boah, das Ding, der macht Spaß. Wenn ich das Pedal bewege, geht er in den manuellen Modus. Boah, der zieht 3,8 Sekunden auf 100. Das ist schon brutal. Jetzt gehen wir mal hoch. Ah, können wir nicht. Es kommt Verkehr. Hey, und das Ding macht so Bock. Es kommt noch so ein Ansauggeräusch von vorne mit dazu. Das macht richtig Spaß. Also das Auto fährt sich richtig gut. Runterschalten. Einlenken. Gute Vorderachse. Und jetzt kannst du halt eine Kurve, kannst du halt echt schon drauf gehen. Ne? Der zieht. Bruder, halt, der zieht halt einfach rum. Das ist Wahnsinn. In der Kurve habe ich schon Gas gegeben, aber das Ding mit den verschiedenen Lamellenkuppeln ballert er einfach so die Kraft drauf, wie du sie brauchst, um aus der Kurve rauszukommen, ohne Angst, dass du Angst haben musst, dass dir das Ding quer kommt oder so, ja. Mega. Also, ich sag mal, fast schon idiotensicher. Und so, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich wieder auf Komfort, hat sich das Thema erledigt, das Ding wird leise, er schaltet einen Gang hoch. Und ich kann auch mal kurz entspannt mit der Dame fahren, wenn die so Lust hat, schnell zu fahren. Oder in Urlaub. Oder wo auch immer. Also, und RS-Knopf drücken, ab auf die Rennstrecke. Ist schon cool. Der 5-Zylinder ist einfach ein göttlich. Aber wirklich gelungen. Gefällt mir. Ab zum Fazit. Dieser 5-Zylinder in diesem A3, ja. RS3 8Y ist einfach ein cooles Auto. Ich mag solche Autos, weil sie kompakt sind, Leistung haben. Dann sieht er auch noch mit seinen Backen richtig brachial aus. Der Allrad dazu, die Technik dazu, der Sound, danke OBF, ja, egal, ist halt so, müssen wir hinnehmen. Ist es wirklich ein richtig gelungenes Auto. Und dann noch mit dem Drift-Mode dazu. Ja, have fun, ne? Ja, nochmal vielen Dank ans Autohaus in Leonberg, Abteilung Audi, für diesen tollen Wagen. Natürlich gibt es noch Herrenberg, Kalf und hier Walderstadt. Die ganzen Autohäuser Weber, Seat, VW, Skoda und Cupra. Jo, das war's. Stärken-Schwächenliste baue ich jetzt noch mit ein oder läuft schon mittlerweile. Meine persönliche Meinung dazu, meine Eindrücke. Ja, in diesem Sinne, bleibt weiter gesund. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns. Euer Checker Mario. Ciao.